Früher sah das Ganze so aus, da hatte ich tatsächlich eine 62-64 und da hat auch noch der Bauch rausgehangen, zu Spitzenzeiten. Und jetzt sieht das mittlerweile so aus. Ja, da hat unten der Bauch rausgehangen zu Spitzenzeiten. Also musste ich immer zuppeln, da er nicht raushängt. Über 10, 15 Jahre konnte ich das Gewicht halten, aber ich bin in den Alltag reingerutscht, also ich bin wieder bei 130 Kilo gewesen. 86,25. Okay. Die Hose zum Beispiel ist mir jetzt ein bisschen zu groß geworden eigentlich, deswegen trage ich auch einen Gürtel. Und zwar könnte ich hier meinen ganzen Arm schon reinstecken und das ist mir eigentlich noch zu viel. Fabrizio Schwonke wog fast 100 Kilo, als er herkam. Sein Bruder Percy mehr als 140. Die Brüder sind mit Lukas und Tim für 6 Wochen ein Team, wollen gemeinsam abnehmen. Die Jugendlichen haben schlimme Zeiten hinter sich. 6 Jahre lang Mobbing, ganz heftig. Und es ist einfach, ich wurde bespuckt, ich wurde teilweise getreten in der Schule. Und mittlerweile in meiner neuen Schule hat es alles aufgehört. Da bin ich auch sehr froh drüber. Aber die 6 Jahre waren die schlimmsten meines Lebens. Sie haben mich beleidigt, so dickes Schwein und alles. Und sie haben mich auch ausgeschlossen aus Gruppenarbeiten, die wir dann gemacht haben. Ich wurde auch dann meist als Einziger im Fußball nicht gewählt und alles. Seit fast 6, 7 Jahren oder so wurde ich schon gemobbt, beleidigt, geschubst, geschlagen. Alles Mögliche, also richtig abartig. Treppensteigen werden immer anstrengender, das Laufen, das Bewegen generell ist einfach schwierig und dass man die Sachen nicht anziehen kann, wie man möchte, das stört mich persönlich ein bisschen sehr und da habe ich mir dann einfach gedacht, da möchte ich einfach mal was für meinen Körper tun, was für mein Aussehen so ein bisschen mit tun. Sie sind in Heringsdorf auf Usedom. Die Inselklinik der Greifswalder Medigreif-Gruppe hat sich auf die Behandlung adipöser Kinder und Jugendlicher spezialisiert. Jahrelang zu viel gegessen, zu wenig bewegt. Seit 2,5 Wochen kämpfen sie sich nun schon durch die Trainingseinheiten. Werden dabei nicht gehänselt, sind sich gegenseitig Ansporn. Au! Der Körper gewöhnt sich ja dran und das ist ja auch das Wichtigste, dass der Körper sich erstmal dran gewöhnt. Und in der ersten Woche fragt er sich, was machst du da? Warum bewegst du dich jetzt? Hör auf. Aber natürlich dranbleiben. Erste Mal beim Frühsport, Kinder können gar nicht laufen. Ganz langsam gehen, eine Runde und zweite. Und dann schon nach einer Woche, Tempo ist ein bisschen besser. Beim Krafttraining auch. Schauen Sie, das Team kann schon ganze Minuten ohne Stopp zu machen. Das ist ein gutes Ergebnis, finde ich. Die Sporttherapeutin Edina Apasanova motiviert sie. Streng, aber mit viel Einfühlungsvermögen. Jeden Tag wird das Pensum höher. Fabrizio hat in den vergangenen Jahren schon abgenommen. Vor allem durch viel Sport. Er ist auf einem guten Weg, aber der 21-Jährige hat noch 20 Kilo Übergewicht. Sein 17-jähriger Bruder Percy ist noch etwa 60 Kilo über Normalgewicht. Stopp! Ja. Gut! Wechseln! Guten Tag, komm rein. Ja? Professor Ralf Schiel behandelt hier bis zu 500 adipöse Kinder und Jugendliche im Jahr. Jetzt hat er einen Termin mit Percy. Immer einmal pro Woche werden die medizinischen Tests ausgewertet. Ich bin extrem motiviert, da ich ja fast 8 Kilo abgenommen habe. Gerade ja in der ersten Woche. Und ja, ich fühle mich einfach wirklich super. Im Ultraschall habe ich gesehen, dass die Leber etwas größer ist, als es sein sollte. In die Leber ist auch vermehrt Fettgewebe eingelagert. Niere ist in Ordnung. Ja, aber die Veränderung der Leber spricht schon dafür, dass der Körper eben auf das hohe Körpergewicht auch reagiert mit Organveränderungen. Und das ist eigentlich nicht gut. Dazu bist du einfach noch zu jung. Was sind quasi die Folgen
wenn ich jetzt nicht abnehme und meine Leber vielleicht noch größer wird oder so bleibt? Man muss jetzt dafür sorgen, dass sich die Leberwerte zurückbilden und dass auch die Lebervergrößerung eben zurückgeht. Und das ist auch sehr gut erreichbar eben, wenn du Gewicht abnimmst. Dann natürlich wird das nicht von heute auf morgen passieren, sondern das braucht eine gewisse Zeit. Also muss man mindestens ein halbes Jahr eben abwarten, bevor man dort eine Veränderung sieht. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich dir leider sagen, ist das Bild, das ich manchmal bei älteren Menschen sehe, also die Fettleber mit Funktionsstörungen. Und dem gilt es also vorzubeugen. Und dadurch kann man sterben? Oder? Das heißt, eine Funktionsstörung wirst du dann haben, eben die Leber wird nicht mehr so gut arbeiten, so, eben wie das im Normalzustand der Fall ist. Der Mediziner sieht krankhafte Organveränderungen, oft schon bei den jüngsten Patienten. In Mecklenburg-Vorpommern haben wir zwischen 15% und 18% übergewichtige und adipöse Kinder. Und wenn man sich die Statistik anschaut, dann sieht man, dass Mecklenburg-Vorpommern hinsichtlich Übergewicht mit an der Spitze der Bundesländer liegt. Also ich sehe natürlich auch wirklich dann die Folgen eben. Ich behandle ja auch ältere Menschen eben, die dann wirklich das Bild des Typ-2-Diabetes haben, des Bluthochdruckes haben, der Gefäßveränderung haben, Herzinfarkt, Schlaganfall, Atherosklerose. Das sind alles Dinge, die ich natürlich schon sehe und das sind die Grundlagen, werden wirklich im Kindes- und Jugendalter schon gelegt. Menschen mit krankhaftem Übergewicht leben im Schnitt 10 Jahre weniger als Normalgewichtige. Percy und seine Mitstreiter machen sich gerade erst auf den Weg in eine gesündere Zukunft. In der Hansestadt Stralsund kann sich die 33-jährige Anja nicht erinnern, wann sie das letzte Mal in einem Kaufhaus war. Anja, die nur mit Vornamen genannt werden möchte, wog fast 180 Kilo und hat 60 Kilo abgenommen. Mode war nie ihr Ding. Angezogen hat sie früher eher das Modell Sack, wie sie es nennt. Was anderes hat ihr nie gepasst. Irgendwann war es dann nur noch diese Jacke. Früher sah das Ganze so aus, da hatte ich tatsächlich eine 62-64 und da hat auch noch der Bauch rausgehangen, zu Spitzenzeiten. Und jetzt sieht das mittlerweile so aus. Ja, da hat unten der Bauch rausgehangen zu Spitzenzeiten. Also musste ich immer zuppeln, da er nicht raushängt. Ja. In so einer Sache merkt man dann tatsächlich, dass man abgenommen hat, wenn es im Kopf nicht ganz angekommen ist. Sie wird von der Modehauschefin Birgit Jeske persönlich beraten. Für Anja völlig neu. Und dann noch die Farbe rot. Ja, passt. Finde ich sehr schick. Früher hat sie sich eher versteckt, hinter schwarzen Sachen. Ja, toll. Sieht doch mal ganz anders aus als schwarz. Hier ist ein Spiegel. Noch hat Anja sich nicht an ihren neuen, dünneren Körper gewöhnt. Ja, schön. Weil ich hasse Veränderungen, ich kann mit Veränderungen nicht um. Ich habe damit richtig große Probleme. Soll daran liegen, weil ich Stier bin. Ob es so ist, weiß ich nicht, aber... 4 verschiedene Outfits probiert Anja heute an. Sehr schön, gefallen Sie mir sehr gut. Dankeschön. Ja. Man sieht es auch am Gesicht, ne? Ja. Dass Sie sich wohl. Das ist mehr meins. Ja. Weiß nicht, ob ich den Mut dazu habe, das tatsächlich zu tragen. Vielleicht doch mit Rot kombinieren. Das sieht nicht doof aus. Ihr ganzes Leben lang hat Anja gegen die Kilos gekämpft. Als sie immer dicker wurde, hat sie sich immer mehr hinter ihrer großen Klappe versteckt, erzählt sie. Wollte immer die Lustige sein. Wurde trotzdem gemobbt und oft abwertend behandelt. Über 20 Kilo konnte sie erstmals abnehmen, als ihr vor 4 Jahren der Magen verkleinert wurde. Ja, ungewohnt. Gekauft hat sie heute dann doch nichts. Schon als Kind war Anja dick. Aber das hielt sich in Grenzen. Bis zur Pubertät. Dann ist bei mir familiär ganz viel passiert. Und dadurch ist dann von Jahr zu Jahr immer 10 Kilo mehr. Ja, bis dann irgendwann, dann waren mal 150 Kilo. Dann habe ich mehr Diäten gemacht wie jeder andere. Natürlich kam dadurch auch wieder der Jojo-Effekt. Ja, und
Irgendwann waren es dann fast 180 Kilo. Und ja, habe dann versucht weiterzukämpfen. Man hat nur gearbeitet. Ne? Dann hat man halt Begleiterkrankungen, Gelenkschmerzen, Bluthochdruck, Blutzucker. Ne? Und einfach so viele Katastrophen. Bis der Arzt dann zu mir gesagt hat, wenn du weiter so machst, gebe ich dir noch 2 Jahre. Jetzt sind ihre Werte wieder normal, aber das Abnehmen stagniert. Deshalb ist eine weitere Operation geplant. In 2 Monaten. Hallo? Inselklinik Heringsdorf. Mittag mit Ernährungsberater Slavomir Czerniak. So, dann haben wir heute Kochkurs. Kochen wir zusammen. Also kochen wir heute 3 Durchgänge-Menü. Also kochen wir Blumenkohl-Cremesuppe, machen wir Lasagne mit Rinderhack und machen wir Obstsalat mit ein paar regionalen Obsten. Alle machen mit. Das gemeinsame Kochen und Essen gehört zur Therapie. Ja, hier rein. So, Paprika, Mozzarella. Percy und die anderen lernen hier alles über gesunde Lebensmittel, Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett. Eigentlich sollten sie das aus der Schule kennen. Dann am besten mit Waage. Bitte sehr. Wie viel Gramm war nochmal für Obst? 135 bei dir. 135? Ja. Schau mal nach, wie viel das ist. Auch dass Obst zwar gesund ist, aber zu viel davon Übergewicht fördert und eine Fettleber oder Diabetes begünstigt. Durch den im Obst enthaltenen Fruchtzucker. Informationen, die für die Jugendlichen völlig neu sind. Und dann Woche von Woche, durch die kleinen Schritte, können wir was ändern. Wenn wir ändern alles auf einmal, das macht keinen Spaß für die Kinder, das ist zu viel Änderung auf einmal. Und müssen wir das auch mit kleinen Schritten zu machen. Weil die ganze 4-Wochen-Kur oder 6-Wochen-Kur, das ist normalerweise viel zu kurze Zeit für die ganze Gewicht abnehmen. In der Küche duftet es inzwischen. Aber niemand nascht zwischendurch. Die Jugendlichen lernen hier auch, die Pausen zwischen den Mahlzeiten von 4 bis 5 Stunden einzuhalten. Zu Hause bei ihren Eltern war das nie Thema. Normalerweise Eltern muss mitmachen. Das ist auch nicht in Ordnung, weil Eltern hat zum Beispiel Schrank voll mit Süßigkeiten wegen stressiger Arbeit und Kinder dürfen das nicht machen. Das ist nicht fair und nicht in Ordnung. Also sehr individuelle, sehr verschiedene Situation. Genau. Und dann nachher, das ist noch ganze Leben, ne, zu kämpfen mit sich selber. Und Motivation sehr schnell weg. Und nachher, egal ob haben sie Lust oder nicht, müssen sie trotzdem durchschaffen. Die Zahl der adipösen Kinder und Jugendlichen steigt deutschlandweit seit Jahren. So, am Samstag oder Sonntag schön immer, sag ich mal, eine Pizza, Tiefkühlpizza, dann Chips und ein Energy getrunken. Also und gegessen halt. Und das jede Woche einmal so. Und halt zu Hause Fastfood, gerade in der Corona-Zeit war das sehr schlimm. Das hat nochmal, da bist du irgendwie 40 Kilo in 3 Wochen zugenommen oder so. Weil wir durften ja nicht raus halt, ne? Wir durften ja gar nicht raus halt und auf einmal war ich halt dick. Also richtig dick, ich war ja schon vorher dick, aber jetzt dann so richtig halt, ja. Erstmal mussten wir. In den ersten Wochen der Kur haben alle schon Fett verloren. Zum Beispiel der 15-jährige Tim. Also Tim, durch unsere Kur hat schon über 5 Kilo Fettmasse verloren. Und das ist ganz schön wichtig, weil wir haben die Körperfettmessung gemacht und wir haben das echt kontrolliert. Ne? Also der richtigste Teil muss Fettmasse unter, nicht Muskelmasse. Das ist sehr, sehr wichtig, weil sonst haben wir Jojo-Effekt. Im Nordosten ist diese Klinik eine der wenigen, die Hilfe für krankhaft dicke Kinder und Jugendliche anbietet. Auch Markus Dunek war als Kind schon dick. Dass er jetzt so unbeschwert mit seinen Hunden unterwegs sein kann, hat er lange nicht geglaubt. Sein Leben lang war der heute 54-Jährige fettleibig. Jetzt hat er Normalgewicht. Früher waren solche Ausflüge mit Gelenkschmerzen und Kurzatmigkeit verbunden. Vor 15 Jahren hat Marco unter ärztlicher Kontrolle eine harte Diät durchgestanden. 4 Monate lang nichts essen. Nur breiartige Ersatznahrung. 20 Kilo hat er abgenommen. Doch nach ein paar Jahren war er wieder bei 130. Irgendwann erträgt er sein Aussehen nicht mehr, holt sich wieder Hilfe. In der Unimedizin Greifswald. Ich habe dann natürlich auch Hochblutdruck gehabt und andere Sachen und war schon kurz vor Zucker oder der Zucker wurde da
erkannt und dann hatte man mir angeboten, ein Medikament zu probieren, was jetzt auf dem Markt ist oder damals auf dem Markt war. Ich habe das ja schon über ein Jahr jetzt und das hilft gegen Diabetes und bei der Gewichtsabnahme. In die Unimedizin kommt Markus Duneck regelmäßig. Hallochen, guten Tag. Weil er keine Operationen am Magen zur Gewichtsreduktion wollte, bekommt er hier andere Unterstützung. Durch die Stoffwechsel- und Diabetesexpertin Dr. Antje Steveling und die Ernährungswissenschaftlerin Dr. Simone Gärtner. Durch die jahrelange Fettleibigkeit hat Markus Duneck schon erste Organschäden. Also das waren Ihre Leberwerte vor Beginn dieser Mahlzeitenersatztherapie und Sie sehen, wie das dann im Verlauf des Programmes deutlich nach unten sich in den Normalbereich verschoben hat. Und nachdem das Programm vorbei war, ist es wieder ein bisschen hochgegangen, hat sich aber auf einem viel niedrigeren Niveau dann erstmal wieder eingepegelt. Seit er das neue Medikament nimmt, ist sein Körpergewicht im Normalbereich. Regelmäßig wird seine Muskelmasse überprüft. Denn die ist immer mal wieder unter den Normalwert gesunken. Also von der Muskelmasse, man sieht jetzt schon den ersten Wert. Also ist deutlich besser geworden, also Muskelmasse hat sich wieder aufgebaut. Das ist schon mal sehr gut. So, das war's schon. Jetzt wird überprüft, ob seine Leber sich wieder erholt hat. Die Leberwerte sind ja schon gut. Einmal kalt? Ja. Das sieht nach einer sehr gesunden Leber aus. Ne, keine, also vom Ultraschall her würde ich sagen, keine Fettleber. Zum einen gucke ich da drauf, um zu gucken, ob es einen anderen Grund für den Diabetes gibt als das Übergewicht. Zum Beispiel eine chronische Entzündung oder auch mal eine Krebskrankheit der Bauchspeicheldrüse, die kann mal bei einem neu gefundenen Diabetes ursächlich sein. Und im Verlauf gucke ich dann nochmal, ob sich so eine Entzündung bildet. Seit er das neue Diabetes-Medikament spritzt, hat Markus Duneck vor allem seinen Blutzucker im Griff. Dass er auch über 40 Kilo abgenommen hat, ist ein Nebeneffekt des Wirkstoffes Semaglutid in der Spritze. Dieser Effekt macht das Mittel gerade zum Top-Lifestyle-Medikament gegen Übergewicht. Besonders in den USA. In Deutschland ist es kaum noch zu bekommen. Der eine Aspekt ist, dass die Magenentleerung verlangsamt wird und die Patienten deswegen ein längeres Sättigungsgefühl haben. Und auf der anderen Seite greift es zentral im Kopf an Zentren an, die für Sättigung, Wohlbefinden verantwortlich sind und entsprechend dann die Patienten auch da weniger Appetit und Lust auf Snacks zum Beispiel haben, die Essensmenge reduzieren können und darüber dann abnehmen. Gerade für Diabetiker mit großen Blutzuckerschwankungen ist das neue Medikament ein Segen. Um damit abzunehmen, braucht man die doppelte Dosis. Nebenwirkungen gibt es auch. Also das, was die meisten berichten, ist am Anfang eine Übelkeit, ein Völlegefühl, kann auch bis zum Erbrechen gehen. Im Verlauf ist es eher so, dass manche Patienten dann über so Mangelzustände berichten, dass die also so wenig essen können, dass sie gar nicht mehr genug Nährstoffe bekommen. Zum Beispiel eine zu geringe Zufuhr von Protein, also von Eiweißen, die man braucht, um zum Beispiel die Muskulatur aufrechtzuerhalten, aber auch Vitamine, wenn dann so wenig gegessen wird, dass nicht mehr genug Vitamine aufgenommen werden oder das Gemüse nicht mehr gegessen werden kann, weil man einfach schon nach den Kartoffeln satt ist. Genau das ist auch Markus' Problem, seit er das Medikament spritzt. Ich gebe mir Mühe und ich werde es jetzt mit Eiweißpulver da zusammenbringen. Das andere in der Menge schaffe ich nicht zu essen. Das ist klar, also das bekomme ich nicht hin. Die neue Abnehmspritze wird derzeit kontrovers diskutiert. Aus medizinischer Sicht muss man sehen, dass die Gewichtsreduktion Vorteile für die Gesundheit der Menschen hat. Und es ist unter diesem Wirkstoff auch nachgewiesen, dass es positive Aspekte auf das Herz, auf die Niere, auf die Entwicklung von Gefäßverkalkungen, irgendwann Herzinfarkt und Schlaganfall hat. Deswegen ist das natürlich zu befürworten. Aber dadurch, dass halt den Diabetikern teilweise jetzt ihr Medikament fehlt, was die wirklich brauchen, sehe ich das natürlich kritisch. Für Marco ist die Spritze nicht nur ein Diabetes-Medikament. Er profitiert vom Abnehmeffekt. Aber er verlässt sich nicht nur darauf. Macht regelmäßig Sport und achtet auf die Ernährung.
Ich mache meine Bewegungen, ich esse und das alles ganz einfach, wie vielleicht jeder schlanke Mann, Mensch, der das alltäglich hat. So lebe ich jetzt momentan und ich hoffe, dass das so bleibt. Ich weiß auch, dass es eine Dauermedikation ist oder sein soll. Ich habe auch Angst, damit aufzuhören, dass ich wieder in diese alten Verhaltensmuster reinfalle. Nie wieder dick. Marco ist froh über das, was er bisher geschafft hat und hat sein Gewicht für immer im Blick. In der Inselklinik Heringsdorf beginnt der Tag für die Jugendlichen mit Unterricht. Gerade hatten sie Sport. Nun folgt die Theorie. Hallo. Wie viel Mal pro Woche müssen wir Krafttraining machen? Dreimal. Dreimal. Was noch wichtig zu wissen? Dreimal wie? Dreimal mit Wiederholungen, also die Übung immer wieder wiederholen. So, und das... Sie gehen einen fiktiven Tagesablauf eines Jungen durch, der vieles falsch macht. In der Pause besorgt sich Klaus am Kiosk der Schule ein Snickers, ein Croissant und einen halben Liter Milch. In diesem Jungen erkennen sich viele von ihnen selbst wieder. Der trinkt ja Cola und isst ja so einen Schokokuchen, das soll man ja eigentlich nicht machen, während man Fernsehen guckt oder zockt was essen, weil man das Essen ja gar nicht wahrnimmt so richtig. Die zwei Müsli-Riegel gleich zum Frühstück waren nicht richtig, sondern er hätte gleich früher aufstehen können, denn ein richtiges Frühstück. Fehler beim Frühstück kennen viele von zu Hause. Eigentlich müssten ihre Eltern auf der sechswöchigen Kur auch gleich mit behandelt werden. Das klappt momentan leider noch nicht sehr gut, weil in einer Klinik wie unserer haben wir natürlich nur die Kinder. Wir bieten zwar eine Elternschulung an, die Elternschulung hat aber häufig das Problem eben, dass die Eltern ja aus dem Beruf nicht rauskommen, nicht frei dafür bekommen und die Eltern andererseits hier in der Umgebung keine preiswerten Unterkünfte finden. Im Tourismus-Hotspot Heringsdorf ist es unmöglich, bezahlbare Übernachtungen zu bekommen. Deshalb baut die Klinik hier gerade ein eigenes Elternzentrum. Hier bieten wir den Eltern die Möglichkeit, dass sie hier kostengünstig untergebracht werden und gleichzeitig an der Therapie teilnehmen können. Also die Lebensstilveränderung, die die Kinder und Jugendlichen hier bei uns lernen, lernen dann auch die Eltern. Zwei, drei. Noch ist das Haus nicht fertig. Sie müssen ohne Eltern gegen die Kilos kämpfen. Die Klinik wird in Kürze auch eine App anbieten, mit deren Hilfe die Jugendlichen nach der Kur, wenn Sie Fragen haben oder Rückschläge erleben, von zu Hause eine Beratung durch die Experten der Klinik bekommen oder sich mit Gleichgesinnten austauschen können. Im Adipositas-Zentrum des Helios Hanseklinikum Stralsund bekommt Anja heute einen Magenbypass. Morgen, Herr Dr. Lange. Na, schon aufgeregt? Ja. Brauchen Sie nicht. Der Chirurg Per Hendrik Lange wird Sie operieren. Er ist auf adipöse Patienten spezialisiert. Soll ich jemanden anrufen nachher? Ja, Mutti. Alles. Nummer habe ich schon aufgeschrieben, ne? Ja, okay. Genau. Schlafen Sie schön, träumen Sie was Schönes. Blaues Wasser, weißer Strand, irgendwas aus der Karibik, ne? Ist klar. Bei der 33-Jährigen wurde hier vor einigen Jahren schon der Magen verkleinert. Danach hat sie gut abgenommen. Doch es gab Nebenwirkungen. Starkes Sodbrennen. Mit der jetzigen Magen-Bypass-Operation wollen Sie das beseitigen. Und auch das Abnehmen ist damit besser möglich. Per Hendrik Lange operiert mit seinem Team minimalinvasiv. Durch winzige Öffnungen im Bauch verkürzt er Anjas Dünndarm und näht ihn an einer anderen Stelle am Magen wieder an. So kann der Körper weniger Nahrung aufnehmen und das soll dazu führen, dass Anja weitere Kilos verliert. Jeder zweite Deutsche ist zu dick. Schon jetzt ist das Gesundheitssystem mit schweren Folgekrankheiten überfordert. Tendenz steigend. So? Die Menge der Patienten ist insgesamt deutlich angewachsen. Teilweise vergeben wir Termine im Mitte nächsten Jahres für Erstvorstellungen. Das Bewusstsein ist sicherlich in den Köpfen auch in letzter Zeit durch diese neue Abnehmspritze nochmal ein Stück mehr präsent geworden. Also das ist ja auch gut so, das ist ja gut behandelbar. Ne? Nach 2 Stunden hat Anja alles gut überstanden. Vielleicht schafft sie es jetzt zum Normalgewicht. Weniger ist tatsächlich immer noch besser, aber prinzipiell ist das schon gar nicht so schlecht, wenn man überlegt, was wir bislang erreicht haben und von welchem Gewicht wir kommen. Wir kommen ja von 180 Kilo, ja. Also es ist schon eine deutliche Verbesserung. Aber klar, jedes Kilo zählt am Ende auch. Über 2 Monate nach der Magen-Bypass-Operation hat Anja weitere 10 Kilo abgenommen.
So, dann einmal bitte auf die Liege raufliegen. Kontrolluntersuchung. Ja. Zeigen Sie mir. Die große Narbe in der Mitte stammt von einer älteren Operation der Bauchdecke vor 2 Jahren. Das stört dann nicht. Rückblick. Anja hatte von ihren 180 Kilo über 50 abgespeckt. Alles fühlte sich leichter an. Aber ein Problem blieb. Eine massive Bauchfettschürze. Die verschwindet nämlich nicht so einfach beim Abnehmen. Man kann nicht lange liegen. Meistens schlafe ich nicht länger wie 4 Stunden, weil er halt extrem wehtut im Rücken. Wie gesagt, das sind fast 11 Kilo. 11 Kilo Last vorne, hinten Rückenschmerzen. Dann genehmigt Anjas Krankenkasse die Kostenübernahme für die operative Entfernung der Bauchfettschürze. So, das sind die 11 Kilo der ehemaligen Bauchdecke. Ja, Wahnsinn. Oh, kannst du gleich wieder nehmen. Ja, ist gut. Und, ist das gut? Mensch, fast 70 Kilo seit den SOPs. Super. Ja. Ja. Freue ich mich. Ja. Es ist Wahnsinn, dass ich das mal vor mir hatte und mit mir rumgeschleppt habe, jede einzelne Treppenstufe mit hoch und überhaupt und mich damit überall versucht habe durchzudrücken. 30 Kilo will Anja noch abnehmen. Dann hätte sie zum ersten Mal in ihrem Leben Normalgewicht. Salzwedel in der Altmark. 4 Monate nach ihrer Kur haben die Brüder Percy und Fabrizio ihren Alltag komplett umgestellt. Vor allem bewegen sie sich mehr als früher. Gar nicht so einfach, denn sie sind beide in der Ausbildung und haben wenig Zeit. Percy wird Kinderpfleger, Fabrizio Erzieher. Alter, flach hier. Er hat doch flach gesagt. Ja. Also, hier sind wir einmal beide gemeinsam drauf. Percy war frisch geboren. Dann waren wir. Wenn Sie zurückschauen auf Ihre Kindheit, bleibt ein unangenehmes Gefühl. Deswegen haben Sie heute auch Ihre Ernährung umgestellt. Neuerdings gibt's Frühstück fern von gesüßten Cornflakes und zuckrigen Shakes. Stattdessen Haferflocken mit Obst. In 5 Minuten ist das gemacht und finde ich es einfach eine schönere, nettere Alternative, als jetzt immer wieder diese mit Zucker vollgehauenen Cornflakes. Es ist halt wichtig, also für mich halt, dass man davon Abstand hält ein bisschen. So, wenn man zum Beispiel einkaufen geht, dass man nicht die ganze Zeit zum Beispiel auf die Chips oder auf die Gummibärchen und so die ganze Zeit drauf guckt, dass man das eher so ignoriert halt oder auf die Schokolade. Dann hat man auch nicht die ganze Zeit das Gefühl, ja, jetzt kaufe ich was und esse das oder so. Das ist so ein kleiner Tipp so. Ja, auf der Kur habe ich 97 gewogen, als ich da angefangen habe. Aktuell bin ich bei 85, 86, so dem Dreh, das schwankt ein bisschen. Genau, klamottentechnisch. Die Hose zum Beispiel ist mir jetzt ein bisschen zu groß geworden eigentlich, deswegen trage ich auch einen Gürtel. Und zwar könnte ich hier meinen ganzen Arm schon reinstecken und das ist mir eigentlich noch zu viel. Auch sein Bauchumfang hat sich deutlich reduziert. Zu dem, was ich jetzt schon abgenommen habe und wie viel das zu meinem Wohlfühlumfang, sei jetzt mal, geht, ist es eigentlich gar nicht mehr so viel. Und das stimmt mich gut. Ich bin motiviert, ich habe Lust, das weiterzumachen. Wenn die Brüder unterwegs sind, legen sie jetzt oft einen Zahn zu. Fabrizio ist schon fast am Ziel. Percy muss mehr kämpfen. Hat aber schon 15 Kilo abgenommen seit der Kur. Trotzdem bleibt das gemeinsame Lebensmotto nie wieder dick. Und es bleibt ihr lebenslanger Kampf.